struggles of our human lives lies a peaceful paradise. Every one of us can call it home. Beyond this burden's too hard for us to bear lies the promised land, the great I am wants to share. Just take the hand of Christ, he'll take you there. Thereby he suffered hell, he did pay the fare. Because you are God's child, he wants you by his side. His psalms are open wide. You are embraced by love, surrounded by grace, carried by hope to light in that space. In every trial, he'll take you there. Thereby he suffered hell, he did pay the fare. Because you are God's child, he wants you by his side. His psalms are open wide. You are embraced by love, surrounded by grace, carried by hope to light in dark space. In every trial, empowered to stand, we'll be victorious at Jesus' hands. We'll be victorious at Jesus' hands. Der erste Input zu diesem Lied kam in einer Dokumentation über Hurricanes. Das war die Rede vom Auge vom Sturm. Und das war das Bild, das sich dann eingeprägt hat, das ich irgendwie mitgenommen habe. Und das war auch die erste Textzeile von diesem Lied, In the Eye of the Storm. Und eben, was mich so beeindruckt hat daran, ist das Bild von, du stehst in einem Hurricane innen, stehst im Zentrum und rund um dich herum, so 360 Grad, wütet und zerstört. Und du stehst aber da drin und hast zwei Möglichkeiten, die du anschaust. Du kannst um dich herum schauen und siehst die Zerstörung, siehst das Chaos, oder du kannst gegenüber schauen und siehst durchs Auge eigentlich den offenen Himmel. Das ist so das Grundbild, das mich eigentlich zu diesem Song gebracht hat. Der Song selber hat dann sehr viel damit zu tun, mit dem eigenen Leben, mit schwierigen Zeiten. Neben viel Sagen, einfach auch Sachen, die immer wieder passieren, die einem immer wieder dazu bringen, dass man den Blick eben ins Chaos richtet und nicht gegen oben. Und umso wichtiger finde ich es eben, dass man immer wieder an das denkt und dass man den Blick gegen oben wendet und den Himmel sieht und oft auch die ausgestreckte Hand sieht, die dort ist und wo einem durch das alles durchführen kann. Und wirklich der Text vom Refrain ist mir sehr wichtig. Das ist, du bist umarmt von Liebe, du bist umgeben von Gnade, du bist getragen von Hoffnung am Licht in der Dunkelheit. Und
in jeder Versuchung wirst du befähigt zu bestehen und wirst siegreich sein an der Hand von Jesus. Das ist so das, was man sich immer wieder muss sagen und den Blick gegen oben wenden.